In der Friedrichstraße 55a hat die Fachärztin für Chirurgie, Frau Dr. Del Bello, ihre Praxis. Dort hat sie schon vielen geholfen. Auf Empfehlung hier eines guten Freundes, der sich die Unterlider machen lassen von Frau Dr. Del Bello. Das Ergebnis war fantastisch. Nach wenigen Wochen waren keine Narben, keine Rötung mehr zu sehen, sodass ich davon voll überzeugt war. Habe mich dann selbst hierher begeben und ja, in gute Hände, wie ich hinterher feststellen musste. Das Ergebnis ist fantastisch. Keine Krähenfüße mehr, fast keine Tränensäcke mehr. Ich denke, mehr kann man nicht erwarten. Ganz Perfektionistin will Dr. Del Bello das bestmögliche Ergebnis erzielen und kann dabei auf 18 Jahre Operationserfahrung bauen. Eine Augenoperation ist ein bei mir sehr beliebter Eingriff. Ich mache das sehr, sehr gerne, macht mir sehr viel Spaß, weil man durch einen relativ kleinen Eingriff einen sehr, sehr schönen Effekt erzielen kann. Das heißt, ich kann ein frisches, waches Aussehen wiederherstellen und der Aufwand ist relativ klein. Gerade was Oberlider angeht, ein Schlupflid zu entfernen, ist auch vom Heilungsprozess sehr, sehr schnell machbar. Und der Effekt ist ganz toll. Und keiner merkt, was geschehen ist, aber alle merken, dass etwas geschehen ist. Übermüdet und abgespannt hatte der Gastronom ausgesehen, auch dann, wenn er es gar nicht war. Das Ergebnis des Eingriffes wirkt ganz natürlich und kommt überall gut an. Bei den Gästen kommst du aus dem Urlaub, warst du verreist, du siehst einfach frisch aus, erholter aus, was hast du gemacht? Ja, was mehr kann man nicht erwarten, also für mich durchweg positiv. Nirgendwo ist eine Narbe zu sehen, obwohl 4 bzw. 3 mm von den Unterlidern keilförmig und mit sehr viel Fingerspitzengefühl entfernt worden sind. Aber nicht immer greift die erfahrene Ärztin zum Skalpell, denn sie ist ebenso eine Expertin bei der Unterspritzung. Es gibt heutzutage sehr, sehr schöne Methoden, um zum Beispiel Falten zu behandeln, um Volumen wiederherzustellen, was im Gesicht fehlt, um dem Gesicht ein sehr frisches Aussehen zu geben. Diese Unterspritzungsmaterialien werden in der Palette eigentlich immer breiter. Ich probiere alle Unterspritzungsmaterialien an mir selber aus, bevor ich sie in meine Patienten spritze sozusagen. Das heißt, ich kann den Patienten auch vermitteln, was ist wirklich gut, wie lange ist man nicht gesellschaftsfähig und wie fühlt sich das Ganze an. Um harmonische Gesichtszüge wiederherzustellen, wird je nach Faltenart und Faltentiefe behandelt, auch um Alterungsprozessen vorzubeugen oder um einen bestimmten Status zu erhalten. Als Mitglied eines internationalen Expertenteams entwickelt Dr. Del Bello neue Methoden und Standards für Unterspritzungstechniken und bildet Kollegen aus. Wir kümmern uns auch zunehmend um Hände und da geht es einmal darum, Volumen wiederherzustellen, damit man die Venen und die Sehnen nicht so sieht, aber auch die Haut, wo Altersflecken sind, zu behandeln durch zum Beispiel Peelings oder Lasertherapien. Damit die Hände dem Gesamtbild entsprechen, werden sie in der Praxis mit einbezogen, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Deshalb wird hier auch mit ästhetischer Kosmetik gearbeitet, zum Beispiel um vor einer Operation eine bessere Hautelastizität zu bekommen und auch zur intensiven Nachbehandlung oder einfach nur so. In meiner Arbeit möchte ich erreichen, dass die Patienten sich bei mir gut aufgehoben fühlen, dass ich auch die Wünsche umsetzen kann und den Patienten wieder ein neues Körpergefühl geben kann, dass einfach das Selbstbewusstsein wieder besser ist und dass sie sich wohlfühlen. Mein Spektrum ist relativ breit. Ich mache von sehr, sehr vielen Unterspritzungen über Augenchirurgie, Brustvergrößerung, Verkleinerung, Straffung, Fettabsaugung, Körperkonturierung, Bauchdeckenplastiken. Ob Korrekturen mittels ästhetischer Chirurgie oder ästhetischer Kosmetik, in der Praxis von Frau Dr. Del Bello in Berlin-Mitte ist vieles möglich.